Innovation ist für uns die Zukunft. Die Friedrich-Naumann-Stiftung hat als einen Themenschwerpunkt erkannt, Innovation als Motor für Wohlstand, als Motor für Entwicklung, als Motor für Wohlfahrt der Gesellschaft und schließlich für die Zukunft unserer Kinder. Wir haben auf dieser fünften Veranstaltung festgestellt, dass es sehr viel willige, innovationsfreudige mittelständische Unternehmer gibt. Aber wir haben auch festgestellt, dass es sehr viele Hemmnisse gibt. Einmal in der Gesellschaft gibt es eigentlich eine unzureichende oder zu geringe Innovationsfreudigkeit, eine zu geringe Bewusstsein dafür, dass wir das brauchen. Und zweitens, es gibt zu viele Widerstände, denen sich junge Start-ups oder auch den mittelständischen Unternehmen entgegenstellen. Wir wünschen uns, dass der Staat selber weniger eingreift. Der ist nicht der Innovator, er ist auch nicht der Erfinder, der kann auch nicht sagen, was in Zukunft genutzt wird, aber dass er die Rahmenbedingungen dafür schafft, dass Start-ups und dass innovationsfreudige Unternehmen sozusagen besser starten können. Es wurden von unserer Generalsekretärin zum Beispiel Beispiele genannt, nämlich warum nicht für 5 Jahre mal auf alle Bürokratie verzichten und warum nicht für 1 Jahr auf alle Steuern verzichten. Also solche Anstöße in dieser Art und in diese Richtung brauchen wir und dafür machen wir diese Veranstaltung, dass es noch mehr solche Anstöße und Entwicklungsideen gibt.